Das wäre krass. Gut, aber dafür müsste man dann natürlich auch erstmal. What the hell? Das macht wirklich viel, viel Damage. Okay, was wollen wir denn noch da reinpacken? Ah ja, stimmt. Die hier können wir doch mal da reinpacken, oder? Müssen wir mal gucken, was können wir denn damit machen? Wir müssen Ra verstärken. Oh ja. Oh ja, Entzündung? Ja, Entzündung klingt sehr gut. Aha. Elementardurchdringung hört sich auch sehr gut an. Wenn du Runen mit einer Fähigkeit außer Rune verbrauchst, hast du eine Chance, auch die entsprechende Beschwörung für diese Rune zu wirken. Wenn ich eine Rune mit einer Fähigkeit außer Runenbeschwörung verbrauche. Aha. Direkt wirken kannst. Jede einzigartige Rune, die du beim Wirken der ironischen Beschwörung hast, repräsentiert eine andere Elementar-Nova. Diese Nova werden mit einem Intervall von 0,3 Sekunden gewirkt. Okay. Interessant. Okay, während des Sprungs wirkst du auch die Beschwörung. Was für ein Sprung? Schritt zur Sicherheit. Wenn du Runic Invocation direkt wirkst, also runische Beschwörung, hängst du eine kurze Strecke zurück und schwebst einen Moment lang in der Luft. In diesem Zustand erledigst du weniger Schaden und das Wirken von Runic versucht mehr Schaden. Der Effekt von Enigma funktioniert nicht mehr, wenn du diesen Knoten wählst. Okay. Und was macht es denn? Springst du jetzt nach vorne anstatt? Nee, das wollen wir ja nicht. Bist du auch die Beschwörung, die deiner ersten Rune entspricht und verbrauchst ihre Mana-Kosten? Deine Beschwörung muss mindestens eine Rune haben, damit dieser Effekt eintritt. What? Ersten beiden Runen entspricht, wobei die ihre Mana-Kosten verbraucht. Während des Sprungs wirst auch die Beschwörung, die den ersten beiden Runen entspricht. Ich muss mindestens zwei Runen haben, damit dieser Effekt eintritt. Okay. Okay, Elementardurchdringung pro Intelligenz ist auch schon mal ganz gut. Wortgewinn. Für jede verbrauchte Rune gewährt runische Aufrufung Schutz. Beim direkten Wirken erhältst du einen Teil der Mana-Kosten zurück. Okay. Also ich glaube, das da brauchen wir auf jeden Fall. Entzündungschance mit Ra-Rune. Und dann einen größeren Bereich. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann hier die Elementardurchdringung. So, wenn du Runen mit einer Fähigkeit außer Runenbeschwörung verbrauchst. Was gibt es denn noch für Dinger, die mir, ich glaube, Runen bolzen, oder? Nee, das verbraucht keine Runen. Oder? Ich glaube nämlich nicht, dass da irgendwie was Runenmäßiges verbraucht wird. Jedenfalls habe ich das nicht gesehen, dass das möglich wäre. Ich würde auf jeden Fall auf die Entzündungschance hier gehen. Keine Ahnung. Also ich würde das auf jeden Fall, also hier reinskillen, definitiv, hundertprozentig. Und maybe sogar irgendwie sowas in die Richtung. Dann haben wir so ein Escape. Und das war ja auf jeden Fall, also das war auch nochmal. Ja. Interessant auf jeden Fall. Das muss man sich halt komplett
Das ist halt wahrscheinlich auch richtig krass, dass er Elementarnova gewirkt wird. Wenn man halt mit allen Elementaren arbeitet, kann das wirklich wahrscheinlich brutal gut sein, ne? Gut, aber wir haben 5 zu vergeben. Wir müssen zweimal hier rein. Einmal hier rein. Und dann können wir hier das da skillen. Sehr schön. Let's go. So. Und vielleicht noch passiv. Schön hier rein. Ich glaube, wir haben auch nicht so wirklich... Wenn wir einen Zauberstab benutzen, ne? Dann ist das hier mega cool. Aber na gut, kritische Treffer. Weiß ich jetzt nicht. Der hier wird noch geil. Aber hier müssen wir jetzt erstmal unsere ganzen Punkte reinballern. Gehen wir einmal an die Mayasanische Wüste. Oder in die Mayasanische Wüste. Rein dort. Rein dort, rein dort, rein dort. So. Zumindest verbrennt die dann auch wirklich. Unsere Fähigkeit. Was zum... Was war das da jetzt? Oh mein Gott. Ah, haha. Damage. Was ist hier? Nix. Brunnen. Wir können auch nicht den Brunnen runter. Elektrizität. Was? Warum hat der Elektro da drauf gehabt? Oh, nice. Warte mal. Holy, ist der groß. Ach, wir haben ja noch so ein paar Runen theoretisch, die wir da reinmachen könnten, ne? Götzen, sorry. Oh, Elementarnova plus 1. Ach, Mann. Ah, warte, den können wir ja mal einmal zerschmettern. Jawohl, sehr schön. Zerschmettern wir den doch. Der kommt da wirklich raus. Ich frage mich echt, wie lange das noch mit unserem Glaskanonen-Mage geht. Das dürfte echt nicht mehr lange sein. Oh mein Gott. Der vermehrt sich irgendwie immer spontan. Spontane Selbstvermehrung. Ja, die Musik ist wirklich geil. Die passt auch immer gut zum Theme. Weg damit.
gibt so ein paar Viecher, die, ne, die machen einem das Leben schon ziemlich schwer. Wie ihr auf der rechten Seite. Was bist du denn? Das sieht aber auch cool aus. Nicht das, aber das da hinten. Alter, von diesen Schlangendingern wegmachen. Was ist da oben? Da kann man auch noch hin. Ich kann auch mal kurz hier Level upen. Wir müssen, glaube ich, auch relativ schnell Level jetzt mit der Runenbeschwörung dazu bekommen. Glaube ich zumindest. Okay, hier ist sehr wenig aus. Okay, gehen wir wieder zurück. Ich muss das mal kurz wieder rechts oben mitmachen, weil ich sehe nämlich auf so hellem Sand sieht man leider die Karte nicht mehr so gut. Wer bist du? Sabbat. Hallo. Ich bitte dich, sei unbedorgt. Ich will dir kein Leid antun. Hier steht deine Besorgnis ins Gesicht geschrieben, aber ich versichere dir, dass ich im Herzen Akademiker bin. Okay. Sofern ich noch ein Herz habe. Wie meinen? Ja, nur Spaß. Verstehe, dass ich dir kein Herz... ich verspreche, dass ich dir kein Haar krümmen will. Ich habe sogar einen Auftrag für dich, der dich sowohl Wissen als auch Geld einbringen könnte. Der dir sowohl... Okay. Was ist das denn für ein Auftrag? Oh, ein Assistenten, der bei einem Forschungsprojekt hilft. Es ist nur so, dass der Spionagemeister die Sache noch nicht so ganz abgenickt hat. Bürokratie. Du weißt ja, wie es mit der ist. Okay. Wie soll ich dir unter die Arme greifen? Ich habe mehrere Tagebücher gefunden. Angeblich sollen sich irgendwo in der Wüste zwischen hier und Majelka jede Menge Nagasa-Edelsteine befinden. Okay. Wenn du in der Richtung unterwegs bist und sie zufällig finden solltest, dann triff mich bitte in Majelka. Berichte mir bitte von jeder Einzelheit. Ich muss einfach mehr erfahren. Das ist auch kein Hinterhalt. Meinst du etwa, ich würde dich ins offene Messer laufen lassen? Weil du lebst? Nein, nein, nein. Das überlasse ich Soldaten. Bin nur ein Akademiker, der die Geschichte von Majelka erforscht. Ich habe versucht, Zerik dazu zu überreden, mir über sein Leben unter Majasas Herrschaft zu erzählen, aber er will nicht. Was für eine Verschwendung von Wissen. Ja, mal gucken, was ich machen kann. Aber mal gucken. Mir gucken mal. Gespensterdüne. Gespensterisch. Oh. Ich glaube, hier würde ich den Port sogar mal nehmen. Weil wir echt noch ein bisschen brauchen, bis wir wieder wo sind. Wo wir verkaufen können. Und ich würde hingehen und würde ans Ende der Zeit springen und dann meinen Stuff mal da mal ein bisschen verkaufen. Weil jetzt so langsam fühlt sich das Inventar wieder. Aber wir haben echt viele Karten machen können mit dem Filter, ne? Also echt nice. Hm. Echt nice, dass es den gibt. So. Nee. Weg mit den Sachen hier. Erhöhter Elementarschaden. Aber nee. Ich glaube, kann man wirklich. Weg und alles andere in die Truhe.
Wir sammeln mal alle Uniques so an einem Ort, damit ich nachher sehen kann, was es so überhaupt für Uniques gibt. Ne? Das wäre jetzt nämlich richtig gut zu wissen. Genau dasselbe mit den Set-Teilen. Übrigens, das da ist wahrscheinlich dasselbe Set. Ah ne, Set-Kuppelkappe und das da ist Set-Spangenrüstung. Ah. Nee, das Klagen der letzten Bären? Die Verachtung der letzten Bären? Nee, das da muss ja ein Set sein, ne? Oh, und Pebbles ist ja ein bisschen eine Schärpe. Ja, keine Ahnung. Dann nehmen wir noch den Ramsch. Haben aber auch nur Boots bekommen, ne? Wir bekommen nur Boots. Können wir das mal an hier? Holy. Und zwei Gürtel. Boots und Gürtel. Interesting. Okay. So. Wir porten uns... Warte. Wir porten uns noch nicht. Wir machen einmal kurz Pause. Ich gehe mir mal wieder was zu trinken holen und mach mal wieder hier so ein bisschen die Fensterchen auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin dürft ihr schön meinem Mage und einem Be Right Back lauschen. Oder beziehungsweise der Musik lauschen und das Be Right Back sehen. Ha. Du bist gleich. Halli, hallo, da bin ich wieder. So, machen wir direkt weiter. Nur die Bücher wieder reingesucht. So, ja, perfekt. Wir müssen ins imperiale Zeitalter. Und reisen in die Gespensterdünen. Rein da. Bin ich gespannt, was uns erwartet. Also, der Imperator muss ja anscheinend auch hier angekommen sein, wie es aussieht. Jetzt würde das ja wahrscheinlich nicht... Jetzt würde das ja nicht hier Geisterdünen heißen. Ich mach schwer davon aus. Okay. Genau, schön, dass das wirklich ausgeblendet wird und man das aber wirklich gar nicht mehr greifen kann, ne? Ich verstehe das auch bis heute noch nicht, warum Diablo 4 nicht hingegangen ist und hat direkt von Anfang an den Blutfilter reingemacht. Wobei, na gut, es lief auch noch ein paar andere Sachen schief, aber so ein Lootfilter ist auch immer geil. Gerade wenn du vorhast, viel Loot zu machen. Oh mein Gott. Das ist ein Mana-Problem. Das darf nicht funktionieren. Nee. Jetzt muss ich aber trotzdem gucken, da unten bei dem guten Eingang war, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Zu erkunden. Da gehen wir doch da mal hin. Ich glaube, wir sind ja auch einfach straight zum Portal gerannt. Ja. Ist nämlich etwas, das sieht man ja. Nett. Ein paar Splitter nehme ich immer. Schöne Affix-Splitter.
Und da haben wir wieder von unserer Runenbeschwörung einen Skillpoint erlangt. Jawohl, jetzt sind wir hier nämlich komplett rein. Und dann können wir jetzt noch ein bisschen Bereich zum Beispiel skillen. So, dass wir möglichst viel abdecken. Möglichst viele Leute treffen mit unserem Skill. Möglichst viel die Leute verbrennen. I cause burn. Ach nee. Ach Mann. Damit. Okay, das hier ist irgendwie ein bisschen. Geht's hier unten noch weiter? Ich glaube ja. Aber wir kämen hier oben wieder. Wir kämen hier oben wieder zurück. Es ist sehr doof, die Farbe so zu wählen auf so einer Map. Ich weiß nicht, maybe hätte man auch können hingehen und für diese Map irgendwie schwarz nehmen oder so. Als Umrandung. Das wäre cool gewesen. Guten Abend. Wie geht es Ihnen, lieber Sapoto-Senpai? So. Weg mit denen hier. Die Splitter einsammeln. Stirb! Ich hab mich ja. Ja, Werbung. Du kommst aber auch immer zur rechten Zeit rein. Das immer rechtzeitig zur Werbung. Sehr schön. Was hat das jetzt gegeben? Reflektieren, nochmal Schaden, okay. Weg damit! Stufe 36, sehr schön. Ah, dann ist 37 doch gar nicht mehr so weit weg. Muss er doch einfach mal sagen. Nee. Nein. Nicht sterben. Mann. Kriegt so viel Damage. Okay, wir können auf Bereich skillen, ne? Oder wir skillen erstmal auf Elementardurchdringung, weil da kriegen wir auch noch Bereich mit dabei. Schwörung, die Schaden in einem Bereich verursachen jetzt Schaden in einem größeren Bereich. Okay. Na. Oh, das ist immer. Was? Was soll denn das jetzt? Hä? Der Tank Necro Ice Mage hat heute wieder Tank Gear bekommen. Und ganz vielen anderen Shit, den er nicht gebrauchen kann. Mann. Aber jetzt halt diesen. Ah, Mann. Nee, also das Vieh ist echt. Das ist echt dumm. Das Vieh ist echt dumm.
Und erstmal ein Eiskäfer, jawohl. Alter Falter! Nein! Oh! Oh, danke für den Prime Shop! Thank you! Dankeschön, Dankeschön! Irgendwann gibt es auch noch mal ein bisschen was zurück. Irgendwann, wenn ein bisschen größer ist. Ende mit der Kackwerbung. Ja, so kann man die Werbung auch umgehen, ja? Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aua. Wenn es kein Giftschaden ist, dann ist es Blutung. Oh ja. Yay! Oh, das wusste ich gar nicht, dass es auch so einen gibt. Aber geil. Töte Argaros den Gesegneten. Oh, du bist das. Hallo. Würdest du mich auch nicht stunnen? Das wäre noch alle. So schnell konnte ich keinen Teil dran erfüllen. No! Oh no! Please! Ich muss den ganzen Weg zurückgehen. Ja, so weit ist es, glaube ich, gar nicht. Trotzdem nervig. Ich habe gehört, sie haben dem guten Patricus Last Epoch gegönnt. Ich hoffe, sie haben es sich auch selber gekauft. Weg damit. Oh, das Gift. Das hämmert so hart rein da. Heidewitzka. Buffs durch kürzliche Verwendung von Flammenstock. Was für Buffs denn? What? Was? Ja, der oder das nicht mal mitbekommt, also später? Was später? Wer hat's nicht mitbekommen? Wer hat was nicht mitbekommen? Hä? Ich war confused. Oh, nice. Weg mit dem. Alter, der macht so einen Damage. Was haben wir hier? Hey, hier fließt doch Wasser. Hey, das hört sich so an, als würde hier Wasser fließen, aber der Brunnen ist leer. Nee. Yeah. Ungeil. Nee, das ist was. Also ich gehe mal schwer davon aus, das ist ein Anzeigebug. Weg damit. Au. Oh. Leg. Okay. Wait, der... Dann hat er das ja echt... Dann hat er das ja gar nicht gemerkt, ne? Weil wir hatten ja noch gespielt. Super. Ja, ne? Fools. Na, weg mit denen, so perfekt. Ich finde das auch cool, dass die Geister sich quasi dem Gebiet
Gebiet von der Farbe her anpassen, in dem sie vorherrschend sind. Ganz viele Gegner und nicht so viel Mana. Oh. Nice. Wieder ein Level ab. Ja, okay, perfekt. Das ist eine sehr schön. Das ist eine sehr schöne Aussage. Noch nicht. Noch nicht. Das gefällt mir. Sehr schön. Ja, muss ich erst noch so ein bisschen hier im Stream überzeugen lassen, ne, dass es überhaupt gut ist. Es sieht positiv aus, weil ich krieg nicht das Gear, das ich eigentlich bekommen sollte. Aber da kann man sich noch nicht so hundertprozentig sicher sein, gell? Muss erst ein bisschen das Late Game sehen. So, wo. Ich glaube, da, hier runter haben wir noch nicht. Ah. Okay, jetzt haben wir alles. Ha, ha, ha. Ach, Gott sei Dank. Ja, 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 ja. Kann ich verstehen. Kann ich definitiv verstehen. So, wir machen weiterhin das da, glaube ich, weil ich das da immer noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, was das überhaupt bedeuten soll. Und wir brauchen sowieso erstmal 3 Punkte da drin. So, ich glaube, wir sind überall gewesen. Aber ich kann das nicht so hundertprozentig sagen, weil, ja. So, die Farbe auf dem Untergrund, schlecht gewählt. Schlecht gewählt. Okay, hi. Wer bist du denn? Ah, Alrik, okay. Sah der so aus? Ja, okay. Er ist ja doch schneller als wir. Hä? Wait a minute. Er sagt, er bleibt zurück und verwischt unsere Spuren, ist aber vor uns da. Hä? Jetzt aber zum schwierigen Teil. Okay, was steht mir jetzt an? Understandable, given how long she's lived. The way to her is sealed by 4 sigils, each one signifying one of the old Nagasa castes. Finding them would be easy, if not for Zerik and his minions. The Oracle told me where the sigils were hidden, but I hate to say it, I wouldn't stand a chance. Not with the guards. Okay, dann verstehe ich schon, du bist ein Schwächling. Hey, you can handle yourself. All you need to do is clear a path. Then I can teleport in and retrieve them. Geile Aussage. Ja, mach nur mal frei. Ich TP dann kurz rein, snack das Ganze und bin dann wieder weg, ne? So. Hier ist so ein fucking Loot Griefer. Auf richtig Magiermäßig, ey. Rein tippen, wegsnacken, raus tippen. Holy moly, nix selber machen. Das ist übrigens durch den Buff ziemlich schnell Fireball-Casterei. Der ist ja schon dead.
er ging aber schnell in die Knie. Was haben wir hier? Kann ich unten rum oder so? Nee. Aber man muss sogar nach unten. Ein Mana wieder. Wait a minute. Ach Mann, und ich sehe schon wieder nicht, wo es hier wirklich lang geht auf der Map. Ich glaube, wir müssen hier sogar lang, oder? Da unten so ein bisschen. Hm. Na. Jetzt ist da eine Sackgasse. Nein, das sieht aber nicht so aus. Okay, 4 Siege. 4 an der Zahl. Wir werden sie alle uns gönnen. Oder zerstören oder was weiß ich, was man damit machen muss. Dammit, kann ich denn irgendwie, bevor ich jetzt weiter hier passiv in sowas reinskille und wie so ein richtiger... Ah, warte, ich könnte ja das da skillen, ne? Könnt ihr das da mal zu Ende skillen, dann kriege ich 3% weniger Damage. Also jetzt im Moment schon 3% weniger Damage von entzündeten Feinden. Das ist eigentlich smart. Sollte man vielleicht skillen, wenn man Probleme hat, dass die Gegner ein bisschen zu viel Damage machen? Machen wir dann jetzt auch, ne? Oh, nice. Level 37. Geil. Dann können wir direkt mal... Stecken wir doch da einen Punkt rein. Autsch. Aber das wird wieder eine riesige Map, habe ich das Gefühl, ne? Das wird wieder eine größere Map. Ach, du bist ein dickerer, okay. Ja, nicht gewusst. Tschüss. Ah, der hat einen Siegel. Ja. 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 Man sieht mal schon. Alles ist weg, er portet rein, gönnt sich Siegel, geht wieder raus. War da in dem Ding wahrscheinlich, ne? Buried in the slums. She told me of the Emerald Nagasa. They were the same, content to slither through the shadows. Das Nagasa, aber irgendwie Naga oder Nagasa heißt immer irgendwie Schlangendings da, ne? Woher kommt denn das? Also Naga sind immer Schlangenviecher. Aber woher kommt das? Ist das irgendwie Latein oder was? Latein für Schlange? So, wo will ich denn überhaupt noch reinskillen? Hier rein wahrscheinlich, ne? Erstmal das da fertig skillen. Das da haben wir jetzt. Das da brauchen wir nicht unbedingt. Blitznova wollen wir nicht. Schaden und Bereich geht nach oben.
Entfachen Chance ist höher. Das ist natürlich auch cool. Aber ich mach das mal. Wir machen mal hier Durchdringung. Gut, hier haben wir auch relativ... Ja, im größeren Bereich brauchen wir eigentlich nicht. Da haben wir schon alles reingeskillt. Dann geht es jetzt Richtung... mehr Schaden, oder? Gibt auch mehr Kanalisierungskosten. Da müsste ich mal gucken, ob es irgendwie auch einen Weg gibt, dass wir weniger... Na, da ist keine Kanalisierungskosten, okay. Tempo verbessern. Die können nicht wirklich, ne? Man kann nicht wirklich das, dass das weniger Kanalisierung kostet. Ah, global erhöhter Schaden. Den Schaden und Mana-Kosten verringert. Einschließlich der Kanalkosten von diesen integrieren. Ja, dann würde es weniger kosten. Aber erstmal müssen wir. Wir müssen hier reinskillen. Ja, also wir brauchen wir deutlich. Ne, Rang 3 Entzündenchance. Das muss. Let's go. Oh, Gold. Nice. Okay, die Kosten müssen jetzt aber wirklich... Was geht eigentlich? Also... Find ich vertretbar. Oh. Ja. Haha. Ist das Stufe von synchroner Schlag für Schurkinnen-Splitter? Ich krieg jetzt Splitter für andere Klassen. Es fängt an. Der Verfall ist da. Ich krieg jetzt einfach Splitter für andere Klassen anstatt meine. Ah ja. Indische Mythologie. Okay. Aha. Krass. Indische Mythologie. Wieso wirklich mit Hinduismus und so was befasst, ne? Letztens war noch jemand im, im Chat, der hier einen indischen Glauben hat, aber das ist irgendwie nur ein Gott gewesen. Vielleicht kann es auch sein, dass das sowieso nur an einen Gott geglaubt wird, aber die halt mehrere Götter haben und jeder immer nur an einen glaubt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich dachte immer, Hinduismus wären mehr Götter, glaube ich. Aber interessant, dass das aus dem Indischen kommt. Wen haben wir denn hier? Man weiß es nicht. Ah, hallo, entschuldige. Zeugzeug, da haben gesehen, wie ich mit dir gesprochen habe und greifen mich an. Aber genug davon. Was hast du gefunden? Ist bei dir alles in Ordnung? Sie müssen sich von einem Friedhof voller Narasa ernähren. Wie fasst sie... Der untote Körper regt sich nicht mehr. Okay. Okay. Wir skillen wieder ein bisschen da rein, damit wir weniger Damage bekommen. Denn weniger Damage ist was Gutes. Und dann erstmal das daneben hauen, jawohl. Nice. Übrigens, wir haben doch hier nochmal einiges an Stuff aufgesammelt. Lass mal sortieren. Intelligenz hoch. Es gibt wieder weniger Elementarschaden, ne? Ja, ich will eigentlich meinen Elementarschaden behalten. Ja, und ich will keinen... Was? Ich will definitiv kein Schild. Nee. Nee, ich glaube, Rüstung brauche ich auch... Also, das brauche ich auch gar nicht zu gucken, weil die gibt mir einfach viel zu viel.
Nope. Nope. Alles nicht so gut. Oder zumindest nicht passend. So. Wir müssen weiter nach oben. Weg mit euch. Wie Untote hier einfach sind. So, wir können hier noch einmal einen Punkt da reinsetzen. Nice. Die Caster-Leute sind aber auch ziemlich nervig. Na, ist schon immer so einer. Hm? Was? Ein Ring? Nehm ich. Hier kann ich vielleicht mal wieder... Oh mein Gott, ich sehe die Map! Natürlich. Das ist alles tot! Ne, die zwei leben noch. Ach Mann. Okay, dann gehen wir mal oben rum. Einfach zu wenig defensive Sachen, ey. Einfach zu wenig defensive Sachen. Jetzt sehe ich die Map schon wieder nicht. Okay. You're dead. Nope. Ihr seid tot. Das ist wieder so ein Asgeier-Boy. Ich eigentlich durch? Nee. Manchmal kann ich durch Wände, manchmal kann ich ihn nicht. Ich glaube, ich kann nur durch Wände, wo nicht hier so irgendwie was dazwischen ist. Gold aufsammeln. Immer noch zwei Siegel. Ja, ja. Oben ist noch ein Siegel. Das können wir jetzt mal ins einverleiben. Beziehungsweise unser Mage kann das wieder killstealen. Jawoll! Jawollo! Natürlich haben wir Gegner, der wahrscheinlich auch noch sehr viele Feuerresistenzen hat. Sowas gefällt mir ja. Ist ja echt toll. Und dann habe ich keinen Mana. Komm schon. Jawohl. Natürlich. Da ist er schon wieder. Guten Tag!
Alrik. Four layers of arcane wards. Hm? Let's hope it's enough. When she told me it'd take the courage of a Ruby Nagasa, I didn't expect this. But it's one step closer to giving her a piece of my mind. Hört sich auch so schön nach Feuer an hier. Da will man doch gleich bleiben, hä? Gönnt man sich noch ein wenig. Ist Feuermagier sehr angenehm. Ach, guck mal, da ist ein TP. Ja, dann holen wir uns den doch mal direkt. Es gibt jetzt zwei TPs in dem Level? Krass. Okay, das hatten wir auch bis jetzt noch nicht. Dass die Map so groß ist, dass es einfach zwei TPs gibt. Okay, da müssten wir rein. Haben wir hier sonst nichts mehr? Nur hier unten noch, ne? Aber hier unten noch. Weg mit euch. Na, da ist das Siegel. Da können wir nicht durch. Gut. Okay. Dann müssen wir oben lang. Let's go. Durch das Türchen. Saphirviertel. Gucken wir mal, was das so zu bieten hat. Ich würde allgemein gerne auf Dings gucken, ne? Ah ja. Sind aber auf jeden Fall, wir kommen auf jeden Fall dem Ende dieses Teils schon ein wenig näher.